Eigentlich sollte ich mich vielleicht gar nicht mal so umsehen, ne? Ich weiß, da sind so 34.000 Sachen, die ich haben will, tun will, brauche. Mit diesem lila Schokobo. Was hast du dafür gebrauchen? Nee. So. Da hinten wäre dann der nächste Auftrag. Okay. Würde ich das einmal schnell machen, dann würde ich gerne noch mal eine Dailies machen, wenn das okay ist. Wie gesagt, ich weiß, dass ich das dann morgen dann nicht machen. Ich weiß auch noch gar nicht, wenn ich morgen online bin. Okay. Lass mich raten. Einfach mal gucken. Oh Gott. Okay. Gut zu wissen. Hallo Naru. Drachi. So, warte mal. Will ich aber gern einmal mit dem hier machen. Das ist nur wieder die Frage, was machen wir? Wir irgendwas Kurzes machen. Ich glaube, das wäre dann ja nur eins von den beiden. Sofern wir überhaupt reinkommen. Kann auch sein, dass wir wieder 30 Jahre warten. Nicht am besten. Das ist sogar schon richtig. Dekatu, vielen lieben Dank für deinen Raid und herzlich willkommen. Wie geht es euch? Was habt ihr gezockt? Das zu so später Stunde. Und herzlich willkommen natürlich auch an alle, die mitgeraidet sind. Ja. Ach ja. Na komm. Oh ja, aber Platz. Okay, Platz. Ich war für das Foto. Oh, auch in FF14 unterwegs. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wo bist du denn in FF14? Wir haben heute nämlich gerade mit Stormblood angefangen. Wir sind noch relativ am Anfang. Ich
war mal wieder mehr damit beschäftigt, mir alles anzugucken, als sonst irgendwas zu machen. Jetzt warte ich gerade darauf, dass ich noch in eine der Dailies reinkomme. Dann wechseln wir immer so zwischen Innis und Hauptquest. Bin ich so weit zwischen Aya und Heavensward, die Quest 3. Ja, okay. Das Langweiligste vom Langweiligsten. Aber ich kann dir versprechen, es wird besser. Weil du es gerade öde finden solltest, aber die siebte Ära war für mich das Schlimmste. Das wirklich Schlimmste. Gerade den Dragoon hoch, weil ich vor kurzem mal auf den PC gewechselt bin. Damit auch auf der Saturn-Maus. Ah, sehr cool. Okay, Dragoon habe ich noch gar nicht gespielt. Tatsächlich. Also ich habe damals, oder damals, klingt jetzt, wenn ich hier schon Jahre spiele, mit dem Weitläufer angefangen. Also dann halt den Baden. Und nebenbei mache ich halt hier noch so ein paar andere Dinger. Die hauptsächliche Questreihe mache ich gerade mit dem Dancer. Hier, Rotation von Control auf. Dann bringe ich mir alle Finger, ja, das glaube ich. Ich habe ein einziges Mal mit Controller gespielt und ich fand's furchtbar. Ich fand's einfach nur furchtbar. Kann der Bardo singen. Sing nicht, aber Musik spielen. Aber hier am PC kann man tatsächlich ja auch mit Controller spielen. Ich bin, wie gesagt, nur nicht so der Fan. Aber liegt doch daran, dass ich halt PC-Spiele fast immer nur mit Controller spiele. Mit Tastatur spiele. Ich fühle sie einfach nicht richtig an, das stimmt. Ja, aber singen wäre echt cool. Aber, wie gesagt, das Einzige, was ich hier machen kann mit dem, ist... Oh, warte mal. Hier so ein bisschen rumklippern. Das hier kann ich machen. Aber ich habe die Musik ausgestellt, deswegen hört man das hier leider nicht. Weil mir einige zu viel Copyright-Songs gespielt haben. Und Dekato, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier. Ja, da will ich auf jeden Fall auch noch leveln. Einfach nur wegen den Instrumenten. Ist mega cool. Also, allein schon auch von den Fähigkeiten finde ich es mega cool. Und ich liebe einfach Fernkämpfer. In MMOs. Fernkämpfer und DDs, das ist einfach die perfekte Kombi. So, jetzt ist... Ich glaube, das dauert hier noch. Deswegen wechsle ich einmal ganz kurz hier hin. Und du laberst mich mal voll. Bitte sag, dass ich irgendwas töten darf. Wenn ich einen Bahn spielen würde, hätte ich einen Rittersprung genannt. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Wir haben gerade erst vor... Lass mich nicht lügen. 3 oder 4 Wochen. Ich glaube, 4 Wochen ist es schon eher her. Den letzten Witcher-Teil beendet. Ich bin froh, dass ich Rittersporn nie wiedersehen muss. Ich liebe die Witcherei, aber ich mag Rittersporn nicht. Ich bin so ein... Nee. Das ist einfach... Nein. Nein. Also eigentlich geht mir immer nur dieses... Ja, aber ich habe ja... Dabei haben alle anderen Menschen die Arbeit gemacht. Und er hat sich einfach immer nur... retten lassen und landet in jeder einzelnen, noch so kleinen Scheiße. Das war so das einzig Nervige. Ich renne falsch, oder? Es nimmt den nicht viel, ne? Es nimmt den nicht wirklich viel. Ja, als sie die um die Uhrzeit versuchen. Mhm. Hier erstmal Rittersporn. Ja, als sie die um die Uhrzeit ist echt scheiße. Ich habe zwar auch meinen Heiler, aber der ist erst auf Stufe 33. Wenn ich meinen Heiler hier jetzt einmal reinsetze, das wird nichts. Damit habe ich vorhin nur einmal Stufenaufstieg gemacht und ja. Denn damit hatte sich das dann auch schon. Wie geht er denn noch? In der Serie ist der Typ total nervig. In der Serie finde ich den gar nicht mal so schlecht. In der Serie geht er wirklich. Da finde ich ihn aber auch gut besetzt, tatsächlich.
Also irgendwie passt es einfach. Nicht gegen Roman. Es ist Geschmackssache. Manche mögen ihn ja gerade deswegen, aber wie gesagt, komm damit nicht klar mit dem Kerl. Wie gesagt, in der Serie finde ich es so okay. Im Buch geht er zum Beispiel auch. Ich lese ja auch gerade die Bücher. Da geht es. Weil wir gerade mit einem Kollegen unterwegs sind. Ja, Felder, da findet man jetzt noch was, ja. Wie gesagt, vorhin habe ich Stufenaufstieg einmal gemacht. Da habe ich auch direkt was gefunden. Alter, lass mich in Ruhe. Ich will jetzt nicht. Lauf nicht. Ich weigere mich. Danke. Die Bücher sind auch sehr poetisch, ja. Das stimmt. Das stimmt. Ich finde ihn halt in den Büchern auch nicht so nervig. In den Büchern ist er halt... Ja, zwar schon ein Angeber, aber er ist halt nicht so dieses Übertriebene. Ich habe jetzt echt für die letzten paar Zentimeter hier ein... Ah, ja, jetzt darf ich gucken. Ja, okay. Dann bleiben wir lieber dabei. Nee, aber noch nichts, was ich tragen kann. Ja. Okay, das sieht aber schon mal gut aus. Ich glaube, das kenne ich irgendwoher. Okay, nee, das kenn ich von einem Kollegen. Ja, Patrouille. Ah, Position auf der Warteliste. Einer. Ah, Hilfe. Okay, warte mal. Bis für den Gunbreaker. Der startet auf 60 und damit geht die Kuh auch schneller. Ja. Ich weiß noch nicht. Ich kann mich noch nicht damit anfreunden. Ich könnte auch einfach meinen Arsch mal hochkriegen und meinen Heiler leveln. Das würde ja auch schon mal, ne, die Sache vereinfachen. Aber irgendwie habe ich zurzeit keine Lust, meinen Heiler zu leveln. Das ist so. Na gut, vielleicht mache ich das morgen. Morgen, wenn keiner zusieht. Da könnte ich mich vielleicht mal überwinden zu leveln. Nee, es ging von der Wartezeit her. Ach Gott, aber jetzt keine Wartezeit. Ey, das habe ich mit dem Heiler schon gemacht und das habe ich mit dem Dancer schon gemacht. Ist kalt im Wasser gesprungen. So viel Kälte verträgt sich nicht. Das erfriere ich noch. Mal gucken. Ach komm, ein Heiler noch. Komm schon. Ja. Komm schon. Das ist wie so ein inneres Mantra. Desto öfter ich das sage, desto schneller funktioniert. Und wehe, ich kriege wieder Titan. Denn, ich will ja sagen, ich springe aus dem Fenster, aber ich bin im Keller. Das funktioniert nicht mit dem aus dem Fenster springen. Oh, na gut, ich geh's. Das ist in Ordnung.
bisschen erschrecken. Oh. Also für ein Baden, beziehungsweise... Nee. Also für den Baden brauche ich, glaube ich, erstmal nichts. Bin ich, glaube ich, ganz zufrieden mit. Doch. Beim Dancer wird es dann ein bisschen... Aber da habe ich die Hoffnung, dass ich dafür bald noch neue Ausrüstung kriege. Ja, und alles wartet auf eine einzige Person und diesmal bin es nicht ich. Es ist erstaunlich, dass man mal nicht auf mich wartet. Ich will nur anderen so auslassen muss. Das kann ich für üben. Ich überlege gerade. Nee, genug habe ich noch nicht für das, die anderen. Meine Pfote tut weh. Hallo Luna! Willkommen zurück! Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich müsste jetzt so um die 600 haben. Knapp 600 Steine muss ich, glaube ich, haben. Vielleicht auch 700. Also wie viel ich da heute zugekriegt habe. Mach das, Gera. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht und ein schönes Wochenende auf jeden Fall. Gut. Und jetzt geht's richtig los. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich morgen quasi freien Tag habe. Gut fürs Bettchen. Das wäre mir zu früh. So, warte, wie viel habe ich? Ah, 837 Steine habe ich. Geht auch noch. So, sehr schön. Und dann können wir mit der Story weitermachen. Wurde auch erledigt. Ja gut, ich müsste dann halt hier noch die anderen Sachen machen.
Vielleicht machen wir dann zum Schluss nochmal den normalen Raid. Da geht ja, glaube ich, auch ganz schnell. Ich glaube, auf eine lange Inni habe ich zum Schluss keine Lust mehr. Zum Schluss, Castro. Luna, willst du mich umbringen? Ist jetzt mal so eine ernst gemeinte Frage. Willst du mich umbringen? Weißt du? Das hier ist etwas, was ich niemals am Ende nochmal machen will. Wenn ich jetzt die Antwort. Luna? Nein. Einfach nein. Wie gesagt, vielleicht mache ich dann nachher nochmal den normalen Raid. Ich glaube, alles andere ist mir echt zu lange. Normaler Raid geht fix, ja. Ich hoffe, dass ich dann in einen von den beiden reinkomme, wo ich schon mal drin war. Und nicht in den dritten, der neu ist. Wo muss ich jetzt? Ach scheiße, wie kam ich denn? Normaler Raid wäre ich dabei. Echt? Musst du sagen, wann? Wann du möchtest. Wieder schön die Metal-Musik. Auf jeden Fall gute Nacht, Vera. Danke auch wieder für deinen Support. Hallo, Pip. Muss ich da muss ich hin. Raubbahn. So sieht man sich wieder. Habt ihr Kontakt zur Befreiungsarmee aufnehmen können? Ja, und wir haben eine Botin mitgebracht. Ihr Name ist Nago, eine Kämpferin der Befreiungsarmee aus Raigas Wacht. Sie ist hier, um die Antwort auf den Vorschlag der Allianz zu überbringen. Ich grüße euch, Phönix-General Rauban. Es ist mir eine große Ehre, vor den legendären Bullen von Alamigo treten zu dürfen. Ha, Bulle von Alamigo. Diesen Namen benutze ich schon lange nicht mehr. Meine besten Zeiten als Gladiator liegen hinter mir. Ja. Selbstverständlich. Verzeiht mir, Phönix-General. Ist jetzt eigentlich nur noch der einarmige Bandit. Unser Anführer, Kommandant Konrad, schickt euch einen Brief mit seiner Antwort. Er nimmt unseren Vorschlag also an. Das beruhigt mich. Bleibt nur noch zu hoffen, dass die geplante Neuorganisation seiner Truppen reibungslos verläuft. Wir sind weniger, als ihr denken mögt. Viele gute Männer und Frauen haben sich den Eisenmasken angeschlossen und durch Ilberts Wahnsinnstat ihr Leben verloren. Seitdem hat die Bevölkerung das Vertrauen in uns verloren. Es fällt uns schwer, neue Kämpfer zu rekrutieren. Die Migiten sehnen sich nach Freiheit. Aber niemand will sein Leben für einen Kampf riskieren, den man nicht gewinnen kann. Wenn wir von den Migiten verlangen, dass sie sich blindlings in einen hoffnungslosen Krieg werfen, sind wir nicht besser als der Greif. Jetzt gehen alle in Denkerpose. Denke? Ich habe nicht vor, das Volk in die Irre zu führen. Aber wir müssen den Megiten klar machen, dass sich die Opfer des Krieges lohnen werden. Die Megiten haben zu lange gelitten, um von sich aus auf einen Sieg zu vertrauen. Sie brauchen einen Anstoß, ein Zeichen, etwas, das ihnen neue Hoffnung gibt. Wenn die Allianz und die Befreiungsarmee gemeinsam einen Sieg über die Galear erringen würden, dann wäre dies ein Zeichen, dass sie zu bezwingen sind, solange wir nur zusammenhalten. Es braucht keine große Schlacht zu sein. Ein kleiner Sieg würde reichen,
um einen Funken zu entzünden, der ein leuchtendes Feuer der Hoffnung entfacht. Hat er nicht ganz unrecht mit. Wenn das Gerücht die Runde machen würde, dass eine gemeinsame Armee die Galea auf dem Schlachtfeld bezwungen hat, würden sich bestimmt mehr unserer Sache anschließen. Ich hab da auch schon eine Idee. Irgendwie macht er mir manchmal ein bisschen Angst. Ach so, ach ja, okay. Ja, die Galeale werfen da wohl mit ihren Magitek-Waffen um sich. Leider. Also nicht wundern, warum ich es nicht vorlese. Ich bin teilweise zu langsam. Ich stolper so oft über gewisse Wörter. Deswegen lese ich es nur bedingt vor. Wenn meine Konzentration auf voller Höhe ist, sie leider nicht mehr ganz so. Ich auf jeden Fall Zeit mir das, wenn ich das nicht vorlese. Wie gesagt, ich bin da schon damals bei Castrum drüber gestolpert, wo ich versucht habe zu lesen und ich hatte Text schneller weg war, als ich den weiterlesen konnte. Deswegen versuche ich das dann immer so ein bisschen nur zu überfliegen und ja. Gucken, dass ich so viel wie möglich mitkriege. Also nur für diejenigen, die jetzt ja neu dazugekommen sind vielleicht. Also am Anfang habe ich so jeden kleinen Scheiß mitgelesen, weil einfach nicht synchronisiert war. Jetzt brauche ich das meistens Gott sei Dank nicht mehr vorlesen. Aber das hier war das, was ich haben wollte, ne? Ja. Das da bringt mir ja nichts mehr. Wo ist... Yes. Das bringt mir nichts mehr. Das kann ich für meinen weißen Magier gebrauchen. Ich bewundere immer noch diese riesige Karte. Ja, das wäre als mögliche Waffe. Die restlichen Klassen haben wir nicht. Aber was ich einmal gucken kann, ist, ob ich irgendwas hier reparieren kann. So, machen wir einfach. Was hast du denn für uns? Ah, Windeterquelle. Ja, das nehmen wir an. Das Ding mit den Windeterquellen blüht uns ja auch noch. Das habe ich hier schon wieder angestellt. Ich habe hier schon wieder irgendwas angestellt. Das bewahren wir uns für später auf. Okay, da hinten muss ich hin. Wie gesagt, Hybrid, wenn du bereit bist, ne, dann melde ich einfach. Oh, ich würde so gerne mit dir fliegen können. Ich würde deine goldene Flügel sehen. Cool. Nein, 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 Baumbart, lass mich. Baumbart. Nein. Lass mich, ich will nicht verprügelt werden.
Okay, Bombard hat keine Lust mehr. Ich glaube, wir haben Bombard wütend gemacht. Bombard findet die Idee gar nicht gut. Puh. Okay, der kann auch noch nicht fliegen. Jetzt haben wir den nächsten Bomber, der Nake. Ich werde weg hier. Südost. Das wird wahrscheinlich hier sein, oder? Na da. Sehr gut. Ich kann nicht. Warte. Aber. Kurz. So. So. Bist du soweit? Alles eingestellt? Alles soweit, was du haben willst. Können wir die Hürde starten? Nein, das kann lustig werden. Habe ich hier noch irgendwas Einzelnes? Ich habe hier auf jeden Fall noch gekochte Eier. Kann ich auch mal wegpacken. Wieso nochmal den PC angemacht? Wolltest du nicht schlafen, Luna? Wolltest du mit versuchen zu schlafen? Rein hypothetisch. Gibt es gerade irgendwas, was ich noch machen kann? Also ja, da müssen wir immer noch auf den Fate warten. Ja gut, wir könnten immer noch nach den Dingern suchen, ne? Das machen wir einfach mal. Wir suchen einfach mal nach den Dingern. Ja, wollte ich. Ey, kannst du nicht mehr schlafen? Oder konntest du nicht mehr schlafen? Oder zieht es sich einfach zu uns zurück? Bittermühle. Ja, hier möchte ich nicht mehr wohnen. Oh, Ameisenlöwen. Ganz miese Viecher in Final Fantasy. Ganz, ganz miese Viecher.
Richtung Nordost. Ja, ich will mal neue Tiere sein. Ja, was denn, Luna? Norden, Norden, Norden. Was, wo soll jetzt hier was sein? Das Team, die Meldung für Pixel Remaster vorbestellen bekommen. Der Preis. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich habe den Preis auch schon gesehen. Also ich werde mir tatsächlich diesmal nicht alle vorbestellen können. Ja, ist es. Aber ich werde mir zumindest Teil 1 und 2 vorbestellen. Und ich werde auch die Pixel Remastered Teile wahrscheinlich zu 99% zu Release spielen. Soll das denn bezahlen? Naja, ich habe mir gerade Tales of Arise für 90 Euro vorbestellt. In der Ultimate Edition. Glaube ich, war das. Und das für ein Spiel. Bei der Pixel Remastered sind 6. Plus Soundtrack, plus Bilder, glaube ich, waren mit drin. Wenn mich nicht alles täuscht. Richtung Nordost. Ja. Ach, also nach da, oder wie? Ja, ich weiß, wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Nein! Du kacke Ameisenlöwe, lass mich. Was denn, Luna? Das ist doch ein Schnippchen. Gerade ist es doch auch runtergesetzt. Das ist ein Spottpreis. Also wenn ich bedenke, was ich dieses Jahr schon bereits an Spielen vorbestellt habe. Schnippchen sagt, ja, so. So günstig kommst du nie wieder. Schlagen sie jetzt zu einem Spottpreis vor. Wie viel Takt waren das? 80? Günstiger kommen sie nie wieder in die Pixel Remastered Spiele. Komm schon. Lass mich da hoch. Jetzt Richtung Osten. Wollt ihr mich verkohlen? Südost. Hier. Ich habe beim Fanfest über 200 ausgegeben. Siehste? Südost da hinten. Wollte ich gerade schon sagen. Mich verfolgt nichts mehr. Wieder habe ich von den Dingern. Ja, Kopf explodiert gleich. Nordwest. Ich nehme Nordwesten noch sein. So.